Seid ihr herzlich willkommen. Es gibt eine Dame. Ich nenne sie Madame Original. Sie behauptet, alles wird von ihr kopiert. Ich sehe das mit anderen Augen und ich möchte gerne euren Augen auch öffnen. Wobei, ich bin davon fest überzeugt, dass sie gerne provoziert und wartet auf solchen Videos. Und ich habe mich entschieden, ich futtere sie nicht mehr, ich schließe es ab. Jeder kann denken, was will. Heute habe ich ein E-Mail erhalten. Anderen öffnen auch ihren Augen. Und wurde mir mitgeteilt, dass eine bestimmte Kartendeck nachgemacht wurde. Also das handelt sich gar nicht um mich. Und wenn das um Gerechtigkeit geht, wenn das um anderen Menschen geht, dann bin ich doch motiviert. Und von diesem Impuls heraus entsteht jetzt dieses Video. Teil 3. Und ich möchte etwas zeigen. Es erschien ein Video am 8. Juli 2019 mit dem Titel Express Liebesbotschaft. Hier im Bild ist sichtbar, ich habe Expresslegung schon am 27. März 2019 veröffentlicht. Meisterin des Kartenlegens, das ist mein Kanal und hier ist sichtbar die Expresslegungen vor 3 Monaten. Sie bezeichnet Express Liebesbotschaft und wie ich schon sagte, erschien 8. Juli 2019. Hier habe ich eine Aufnahme, Express Herzensbotschaft in venezianisches Liebesorakel. Das habe ich veröffentlicht, 21. November 2018. Madame Original veröffentlicht ein Express Entscheidungsorakel am 15. Juli 2019. In diesem Bild ist sichtbar, wie soll ich mich entscheiden, als Blitzberatung ein Entscheidungsorakel mit diesem Legesystem. Das habe ich veröffentlicht, 13. Juni 2019. Die Legesystem habe ich aber seit 2018. Am 10. Juli 2019 hat sie ein Video veröffentlicht, heute in ein Jahr, eine Art Jahreslegung. Diese Jahreslegung biete ich auch an. Hier ist eine Aufnahme von 18. Februar 2018. Sie veröffentlicht am 16. Juli 2019 eine Aufnahme mit dem Titel Dein nächster Schritt und hier ist meine Aufnahme Sein nächster Schritt, das habe ich veröffentlicht 27. Januar 2019. Zwar nicht identisch, aber sehr ähnlich. Hier sind auch einige Aufnahmen, sein nächster Schritt, was will er sagen. Also es ist schon zum Erkennen, dass ich diese Kurzlegungen häufig veröffentlicht habe. Wie ich schon erwähnt habe, ich habe heute ein E-Mail erhalten und jemand hat mich aufmerksam gemacht auf diesen Bildern, auf diesen Karten. Diese Karten erschienen Jahr 2013.
Und das hat mich motiviert, diese Video zum Veröffentlichen. Ich möchte nicht allzu viel dazu sagen. Ich werde jetzt weitere Bilder einblenden. Hier ist eingetragen Jahr 2013. Ich habe kontaktiert mit der Künstlerin. Ich habe auch gefragt, ob ich das erwähnen darf, ob ich die Bilder veröffentlichen darf. Sie hat das erlaubt. Und hier ist der Schriftverkehr und ist auch sichtbar, dass sie die Karten schon 2013 in den Markt gebracht hat. Hier ist ihre Webseite und hier erscheint auch die Datum 2013. Sie bietet ihre Karte bei Amazon an, aber etwas später, Jahr 2017. Hier sind ihre Karten mit ganz viel Liebe gemacht. Schaut die Bilder an und ich verabschiede mich. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe.